Grüß euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlich willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ja, wie schon zuletzt angekündigt, möchte ich heute über ein Thema sprechen, das sich in einer eventuell stattfindenden Zukunft befindet. Was ist, wenn Sie uns die Bulltierrassen verbieten? Wie komme ich auf dieses Hirngespinst? Ich verspreche zu versuchen, Ihnen das so genau wie möglich zu erklären. Vielleicht haben Sie von diesem schrecklichen Bisonfall schon gehört, der bei uns in Österreich stattgefunden hat. American Staffordshire Terrier Jokerin Todesfall. Schreckliche Sache. Schreckliche Sache. Einige Bekannte von mir, die auch Hunde besitzen, inklusive mir, wir befürchteten schon, dass sich hier politisch etwas tun wird, und es tut sich was. Die Medien gruben da Bilder aus von diesen M-Staff beim Training an der Beißwurst. Deshalb nahm sich eine österreichische Tierschutzorganisation dem Thema an und versuchte, die Schutzarbeit zu erklären. Es wurden da Artikel verfasst. Lesen Sie die nicht, suchen Sie nicht danach. Wenn Sie Hundesportler sind, bekommen Sie Augenkrebs davon. Ich weiß, dass österreichische Hundesportdachverbände schon juristisch gegen diese Fehlinformationskampagne dieses Tierschutzfeinds vorgehen. Zu Recht, denn es ist fürchterlich, was da von diesen Leuten behauptet wird. Aber ja, kommt Zeit, kommt Rat. Wie komme ich jetzt darauf, dass sie uns die Bulltierrassen abtrennen? Nun, in letzter Zeit liest man des Öfteren auf verschiedensten Plattformen, Bulltiere gehören generell verboten. Nicht nur auf die Rassehundeliste, sondern generell verboten. Und ich sage Ihnen was, wenn die Politik hier ähnlich handelt wie beim Thema Schutzarbeit, dann drehen die uns diese Hunde ab. Und wenn sie uns die Bulltiere abdrehen, dann drehen sie uns auch die Bulldoggen ab und dann drehen sie uns auch die Molosse ab. So, es gibt natürlich Fans verschiedenster Kategorien Hunde da draußen und oftmals ist es so, dass wenn sie einen Schäferhund haben, dass sie sagen, einmal Schäferhund, immer Schäferhund. Das ist bei allen Hunden oder bei vielen Fans von Hunderassen so. Ja? Und genauso ist es auch bei Fans von Bullterrierrassen, weil sie einen eigenen Flair haben. Und was macht den Flair von Bullterrierrassen aus? Das sind drei Dinge meiner Meinung nach. Und das sind die kompakte Größe gepaart mit der unheimlichen Power und mit dem absolut liebevollen Wesen. Ganz kurz zurück möchte ich nochmal sagen, ich weiß, dass wir in Österreich in Gefahr laufen, ja, in so eine Richtung zu gehen. Doch, wenn die das in Österreich beschließen, dann, liebe deutsche, schweizer, italienische Nachbarn und so weiter, ungarische Nachbarn, sind auch sie vielleicht nicht gefeit davor. Denn sie wissen, oftmals ist es so, dass nicht immer nur die kleinen Länder den großen folgen, wenn ein Gesetz bestimmt wird, ja, sondern es geschieht oftmals auch umgekehrt. Und wir sind in der EU und dass die EU nicht immer ganz vernünftig handelt, meiner Meinung nach, wissen wir auch. Also ein EU-Gesetz ist auch schnell mal beschlossen. Ja. Ich vergönne es Ihnen nicht, glauben Sie mir. Ich weiß, es gibt speziell in Deutschland, Italien, Ungarn, in der Schweiz und so weiter sehr viele Bulltierer-Freunde und Bulltierer-Fans. Und glauben Sie mir, ich vergönne Ihnen das nicht. Aber ich vergönne es auch uns Österreichern nicht. Aber jetzt zurück. Was macht den Flair dieser Hundekategorie aus? Sind kompakte, kräftige, herzliche Hunde. So. Jetzt dreht die Politik am Rad und die drehen uns diese Hunde ab. Wir dürfen keine Bulltierrassen mehr halten. Ja. Das heißt, sie sind nur nicht auf der Rassehundeliste, sondern sie sind jetzt generell verboten. Was tun wir dann? Wenn Sie jetzt Besitzer einer der 5 Bulltierrassen sind, Ihr Hund vielleicht schon sehr alt ist, aber Sie noch topfit sind und sich denken, wenn mein Hund einmal nicht mehr ist, möchte ich mir noch einen nehmen. Aber einmal Bullterrier, immer Bullterrier. Was tun Sie dann, wenn die verboten sind? Gibt es Alternativen? Ja klar, optisch gibt es einige Alternativen, aber versprühen die auch den Flair vom Bullterrier? Nehmen wir mal einige Hunderassen her, die optisch den Bullterrier-Rassen ähneln. Dogo Argentino, Preso Canario, American Bulldog vom Scott-Typ, Continental Bulldog. Aber ich sage Ihnen das, wenn Sie uns die Bulltiere abdrehen, drehen Sie uns auch die Bulldoggen ab. Somit fallen der American Bulldog und der Continental Bulldog weg und die Molosse auch. Somit fallen der Dogo Argentino und der Preso Canario weg. Außerdem versprühen ja die sowieso nicht den Flair von Bulltiere-Rassen. Die haben andere Vorzüge. Ja, sie gehen in eine ähnliche Optik hinein. Aber es sind keine Bullterrier. Dogo, Argentino, Preso Canario, zu groß, mehr Molosser. Ja. Andere Vorzüge. Top-Hunde und einige meiner Top-Favoriten. Aber
Keinen Bull Terrier. Continental Bulldog, ja, optisch, körperlich, Richtung Bull Terrier, aber völlig andere Kopfform, auch anderes Wesen. Nicht wirklich den Flair von Bull Terrier-Rassen. Dasselbe gilt für den American Bulldog, Scott-Typ. Aber die würden sie uns sowieso alle abdrehen, also wären sie keine Alternative. Gibt es also Alternativen, die weder zu Bulldoggen oder Molossern gehören? Meiner Meinung nach ja. Und ich werde Ihnen jetzt zwei nennen, wo Sie sich denken, der hat den Verstand verloren. Aber ich meine das wirklich ernst. Ich hatte mit beiden Hunderassen zu tun. Ich sah sie nicht nur auf Hundeshows. Ich hatte auch privat außerhalb von Hundeshows mit diesen Hunden zu tun. Und ja, ich bin der Meinung, die versprühen den Flair von Bull Terrier Rassen. Obwohl sie weder zu den Bulldoggen noch zu den Molossern gehören. Ich möchte Ihnen die erste gleich mal präsentieren. Und zwar spreche ich hier vom Caterhula Leopard Dog. Ja, ich meine das ernst. Ich sah Leoparden, die hatten absolut nichts mit Bullterrieren zu tun. Nichts. Die waren zu feingliedrig, zu langbeinig, zu groß. Aber ich sah Leoparden, die sehr wohl den Flair von Bullterrieren versprühten. Ich weiß, dass die Bullterrier nur ganz gering an der Entstehung des Caterhula Leopard Dogs beteiligt waren. Man sagt, dass da damals etwas Blut von Bull and Terrier mitgespielt hat bei der Entstehung des Caterhula Leopard Dogs. Doch, das ist nicht tragend. Dennoch, die Caterhula Leopard Dogs, die ich meine, das sind mittelgroße Hunde mit etwas über 50 cm Schulterhöhe, kurzhaarig, extrem stark bemuskelt. Tolle Hunde, die einen ähnlichen Flair versprühen wie die Bull Terrier. Ja, sie funktionieren wesenstechnisch anders. Sie reagieren schneller, sie sind etwas kantiger, sie haben etwas mehr Pfeffer. Wobei, wir wissen alle, dass einige Individuen der Bullterrier-Rassen genug Pfeffer im Hintern haben. Aber Leoparden haben ein anderes Charakterbild. Dennoch strahlen sie auf mich einen ähnlichen Flair wie die Bullterrier-Rassen aus. Ja, also ich würde sagen, der Caterhula Leopard Dog wäre für mich eine Alternative zu den Bullterrier-Rassen, wenn Sie uns auch die Bulldoggen und die Molosser abdrehen. Dann gibt es noch eine zweite. Und jetzt werden Sie sich denken, jetzt ist er vollkommen verrückt geworden. Aber ich meine das ernst. So spreche ich vom Australian Cattle Dog. Ja, ich meine das ernst. Haben Sie schon mal einen Australian Cattle Dog getroffen? Viele von Ihnen höchstwahrscheinlich schon. Viele von Ihnen vielleicht nicht. Ich traf sie schon öfter. Blue Heeler, Red Heeler und ich sage Ihnen was. Jedes Mal, wenn ich diesen Hund sehe, ist das für mich die deutsche Schäferhund-Verkörperung des Bull Terriers. Beim Australian Cattle Dog spielte der Dingo eine große Rolle, aber der hat auch viel Bull Terrier-Blut inne. Der hat einen extrem keilförmigen, kräftigen Kopf im Vergleich zu seinem Körper mit stark ausgeprägter Backenmuskulatur. Diese Hunde sind, wenn es Hunde sind, die sich viel bewegen, extrem stark bemuskelt. Und klopfen Sie mal einen Australian Cattle Dog ab, streicheln Sie mal einen Cattle Dog, der viel unterwegs ist, das sind Muskelpakete. Da geht nicht viel ab von den Bull Terrier Rassen. Sie haben eine ähnliche Größe, auch sie sind vom Wesen her kantiger. Ja, sowohl der Leopard als auch der Cattle Dog sind die besseren Wach- und Schutzhunde als die Bull Terrier Rassen. Gar keine Frage. Aber auf mich wirken sie ähnlich wie die Bull Terrier Rassen. Und wenn Sie, jetzt werden Sie vielleicht den Kopf schütteln, aber wenn Sie mir einen Continental Bulldog hinstellen, der eigentlich rein nur körperlich, wenn wir den Kopf weglassen, körperlich eine 1:1-Ausgabe zu den Bullterrier-Rassen darstellt, ja, und daneben einen Australian Cattle Dog hinstellen und mich fragen, wer für mich ähnlicher ist zu den Bullterrier-Rassen, ich würde immer sagen, der Cattle Dog. Auch wenn Sie es mir nicht glauben, ich weiß, der Cattle Dog ist stockhaarig, die Bullterrier-Rassen sind alle kurzhaarig, der Cattle Dog hat ein natürliches Stehohr, bei den Bullterrier-Rassen hat es nur der Bullterrier. Dennoch würde ich sagen, für mich ist die beste Alternative zu den Bull Terrier Rassen der Australian Cattle Dog. Denken Sie mal drüber nach, vielleicht sehen Sie mal einen. Klar gibt es hier Unterschiede, aber wenn Sie einen tollen Cattle Dog sehen, egal ob Hündin oder Rüde, einen, mit dem etwas getan wird, mit dem gearbeitet wird, der läuft, doch für mich haben Sie den Flair, denselben Flair strahlen Sie auf mich aus wie die Bull Terrier Rassen und der Leopard auch. Wenn es der richtige Typ des Caterhula Leopard Dogs ist. Ich gebe zu, es gibt hier Typen dieser Hunderasse, die diese Ausstrahlung nicht haben. Aber es gibt auch Typen des Caterhula Leopard Dogs, die diese Ausstrahlung sehr wohl haben. Ja, das wären meine zwei Alternativen, wenn Sie uns auch die Bulldoggen und die Molosser abdrehen. Doch,
Das war, wie zu Beginn des Videos schon gesagt, nur ein Hirngespinst, nur ein Gedanke, aber die Gefahr steht im Raum. Und ja, werden wir sehen, was die Zeit bringt. Ich hoffe, zum Thema Schutzarbeit kommt unser Herr Minister noch zur Vernunft und lässt sich auch etwas von echten Experten sagen, sich beratschlagen. Denn es ist ja Wahnsinn, was hier ist. Aber lassen wir das Thema. Und hoffen Sie das auch, liebe Nachbarn in Deutschland, Italien, Schweiz, Ungarn, Slowakei. Denn ganz auf der sicheren Seite sind auch Sie dann nicht. Ja? Und ich vergönne es Ihnen nicht. Ja, lieber Zuseher, viel mehr kann ich zu diesem Thema nicht sagen. Ja, in meinem nächsten Video geht es um einen Giganten aus dem Osten. Lassen Sie sich überraschen. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich selbstverständlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch ein schönes Wochenende. Das war's.